Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pineview Drive. Ja, und diesmal laufen wir jetzt wirklich richtig schnell dorthin, wo wir hin müssen, weil wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen, nämlich in die Küche im ersten Obergeschoss. Und irgendwo waren da ja auch noch Batterien versteckt, aber die werde ich wahrscheinlich nicht finden. Küche im ersten Obergeschoss müsste da drüben, da einmal durch. Also ich weiß schon, wo die, also irgendwo waren die, waren in diesem einen Zimmer da, irgendwo da drüben. Aber jetzt erstmal, jetzt schauen wir mal, ob das hier gleich da ist. Da bin ich mir jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, doch, liegt da. Okay. Komm, ich hole mir zuerst die Batterien noch, weil die sind... Lass mich überlegen, in diesem einen Zimmer da drüben müssten die sein, ne? In... War's das? Nee. War es das Zimmer da oben, oder? Da, wo die ganzen Puppen sind. Da müsste das sein. Nein? Habe ich schon mal erwähnt, dass... Was war das? Okay. Ich gehe. Dann war es das Zimmer, oder? Ja, genau, das Zimmer war es. Habt ihr das gerade gesehen? Ich mag nicht mehr. So, okay. Schnell zurück. In die Küche im Obergeschoss. Die dann hier wäre. Und Bild. Da ist ein Loch in dieser Puppe oder so. Das sah nicht so. Es fällt mir wieder ein. Es war die Puppe. Mit ihr hat alles Böse in diesem Haus begonnen. Oh nein, eine Puppe. Gut, ja, Puppen sind grundsätzlich gefährlich. Sollte man immer aufpassen. Tag 29. Oh, warte. So langsam rennt mir die Zeit davon. Ich brauche den Schlüssel zum Friedhofstor. Jo. Das wäre schon gut. So, in meinem Schlafzimmer sind Batterien, falls ich Batterien bräuchte. Ja, der Schlüssel zum Friedhofstor. Wo könnte der sein? Ach, ausnahmsweise mal kein Grusel. Ja, ein Schlüssel fehlt mir ja immer noch. Aber interessante Musik jetzt auf einmal. Der Schlüssel zum Friedhofstor. Weißt du was, ich nehme jetzt einfach die Batterien dann einfach schnell mit, weil die sind eh schon leer. Danke. Der Schlüssel zum Friedhofstor. Wo könnte sich der befinden? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ja, klar. Ich glaube nicht, dass mir der einfach so in den Schoß fallen wird, oder? Was war da jetzt schon wieder schlimm dran? Also manchmal verstehe ich das mit den Effekten nicht so wirklich.
Ding. Okay, das Klavier spielt Musik. Machen wir da, zünden wir da mal an. Am ehesten. Was? Kinder lachen? Okay. Kinder lachen. Was? Alter! Was war das jetzt bitte? Okay, das war jetzt gruselig. Ich mag nicht mehr. Ich will wieder schlafen gehen. Einfach nur schlafen gehen. Okay, geht nicht. Sitzt da einfach so... Okay, ich muss, glaube ich, wieder ins Kinderzimmer gehen. Moment, 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 Moment. So, ich brauche hier ein bisschen Beleuchtung, ja. Nö. Nö. Das Kinderzimmer war da, ne? Nee, da war es auch nicht. Oder es bedeutet, dass der Schlüssel jetzt bei der Schaukel draußen liegt. Da ist das Kinderzimmer. Ist hier was? Nee, nicht wirklich, oder? Nein. Aber das sieht auch ein bisschen wie ein Kinderzimmer aus, oder so ein Jugendzimmer. Okay, aber da war jetzt ehrlich gesagt nichts wirklich. Dann gehen wir doch in den anderen Trakt. Genau, dann schauen wir mal hier hoch. Ja, da waren ja auch ganz nette Zimmer. Überall hier nur böse Geräusche. Weil ich einfach gar nicht mehr in die Türen reinsehen will, wenn ich die öffne. Und sitzt der Clown da oben? Nee, sitzt nicht da oben. So. Zündhölzchen. Da ist nix sonst. War jetzt eine gute Frage. Nix. Da waren wir schon. Das ist der eine Gang, okay. Das Uhrenzimmer. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir hier... Aber wo könnte dieser Schlüssel liegen? Wahrscheinlich ist er doch einfach irgendwo draußen. Obwohl, er wird es mir dann schon mal sagen, der Charakter. Weil der weiß ja, auf ominöse Weise weiß der immer alles. Irgendwie. Alter! Spiel! Mach das nie wieder! Nein! Aber jedes Mal wieder verjage ich mich so. Das ist... Warum? Okay.
Immer dieses Maskenzimmer. Ich glaube, der Schlüssel zum Friedhof lag oben auf dem Teppich, wo ich Linda zu sehen kann. Du willst mich doch verarschen, oder? Warum sehe ich das nie? Aber wahrscheinlich ist ja jetzt eh irgendwo wieder so ein Schockmoment und dann sterbe ich eh dran. Ah ja. Ja gut, wenn das so ist, dann alles kein Thema. Easy. Irgendwie, das ist mir jetzt schon so oft passiert, dass ich die Schlüssel übersehen habe. Boah, und diese... Alter, warum schrecke ich mich eigentlich bei diesen Jumpscares immer so, dass ich bin da echt irgendwie, weiß ich nicht, also da, puh, ja. Boah, aber ich finde das Spiel so gut. Ich bin echt begeistert. Oh, die Vogelscheuche ist wieder da. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Omen ist. Die Vogelscheuche, sie ist wieder auf ihren altbekannten Platz. Finde Lindas Ruhestätte. Ich weiß nicht, mitten in der Nacht auf dem Friedhof rumgurken ist jetzt, glaube ich, nicht so ideal. Ich habe da leichte Bedenken. Ein Brunnen. Oh, ach, da liegen Batterien auf dem Grab. Das ist natürlich praktisch. Was sind das denn? Keine Ahnung. Schlange. Ah, ich entzünde mal die Kerzen. Setze das Foto in den Rahmen ein. Oh, okay. Was? Ja, da hat sich ein Gang geöffnet. Natürlich gehen wir da nach unten. Komm, ich mach neue Batterien rein. Ah, laden. Es ist die beste Idee seit langem. Tag 30. Das war die beste Idee seit langem, ja? In dieses Grab da reinzugehen. Ich sollte das nicht tun. Ich sollte das nicht tun. Es ist keine gute Idee. Das ist ein Labyrinth. Toll, das ist ein Labyrinth. Es ist keine gute Idee. Ich bleib dabei. Warum? Ist das ein Luftschutzbunker oder was ist denn das? Weißt du, es gruselt mich die ganze... Toll. Hallo, Schatten. Genau, bitte verschwinde, danke. Ich bin in einem Gruselhaus, ja? Ich bin in einem Gruselhaus. Und jetzt laufe ich in einem dunklen Gang herum, wo hinter jeder Ecke seltsame Sachen lauern können. Warum mache ich das? Oh, hallo. Das ist nicht klug, Leute. Aber das Gute ist, ich weiß ja, was mich erwartet. Aber ich werde mich trotzdem wieder so verjagen. Ich habe Angst. Ein Luftschutzbunker. Okay, hier kommen wir aber nicht weiter, oder?
Ich will nicht wieder zurücklaufen, ich habe Angst. War der Gang vorher schon da? Ja, doch. Aber der Gang war neu, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mich jetzt total verlaufen. Ich mag nicht. Alter, warum? Warum? Spiel, warum muss das sein? Muss das denn sein? Aha. Komm, ich hab genügend Batterien. Rein damit. Toll, ich höre Schritte. Ah, da sitzt wieder jemand. Hinter jeder... Ah, eine Tür. Oh. Ih. Was? Game over? Oh je. Gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, warum, dass ich jetzt hier Game over gegangen bin. Weiß ich, was ich anders machen hätte können, aber naja. Laufe eben den ganzen Spaß nochmal entlang. Diesmal ohne Angst und Schrecken, einfach dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, wir biegen einfach immer richtig ab. Ich habe keine Angst. Es ist alles gut. Ich habe überhaupt keine Angst. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Obwohl solche Tunnelsysteme natürlich schon immer echt für Angst und Schrecken sorgen können. Ja. Aber ich weiß ja gar nicht, ich kann ja da gar nichts dagegen machen, ne? Gegen diese Jumpscares, oder? Kann ich da was dagegen machen? Ich weiß ja gar nicht. Aber vielleicht werden die schlimmer, wenn ich... Ja, natürlich schreckt sich das. Tut mir so leid. Leute, natürlich passiert das immer wieder, ja. Dip, 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 dip. So, da sitzt auch wieder jemand oder auch nicht. Dip, 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 dip. So, es ist definitiv nicht schön hier. Und die Taschenlampe flackert. Aber was kann ich jetzt hier machen? Ist hier irgendwas zu finden? Nö. Oder? Oder habe ich wieder irgendwas verpasst? Vielleicht liegt wieder ein Schlüssel irgendwo am Boden oder so. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kein Weg zurück. Okay. Alles gut. Danke, Spiel, dass du mir sagst, wo ich lang muss. So. Ein altes, kaputtes Regal. Eine weitere Tür, in die ich eigentlich nicht rein will, aber ich guck mal. Oh. Ah, das ist ja schön. Das sind ja Batterien. Komm, die nehmen wir mit. Ein Vogelkäfig. Es ist alles... Alter. Es ist alles nicht so ganz schön hier. Und vor allem das Geflackere von der Taschenlampe macht mich irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Hallo, Schatten. Ja, habe ich auch gehört. Ist okay. Komm, ich lade mal wieder die Batterie nach. Gut, die flackert trotzdem. Was ist das? Okay, alte Betten.
Das ist eine riesengroße Luftschutzanlage oder irgend sowas unterirdisch hier. Oder ist es... Ja, das scheinen medizinische Geschichten zu sein. Geht's da entlang? Ich bin mir nicht sicher. Ja, da geht's entlang. Hallo. Mädel. Meine mentale Gesundheit schwindet wieder mal. Toll, wo ist richtig? Da? Nee. Ja, die Taschenlampe, weißt du, die kann einfach gar nichts. Die flackert nur die ganze Zeit. Tja. Eine weitere Kreuzung. Oder eine weitere Ecke. Wie lange ist dann das jetzt noch, dieser Gang? Oh. Ah, da geht's weiter, okay. Ich höre Schritte. Ah ja. Ah, mehr Batterien. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Moment, ich gehe mal in die Richtung. Boah, es ist halt alles, das ist Labyrinth. Okay, was haben wir da? Ein Funkraum. Das ist ja alles echt merkwürdig. Und vor allem, es ist verwirrend. Ich kenne mich jetzt bald gar nicht mehr aus, ja. So, gut, weißt du was? Wenn da schon Reservebatterien liegen, dann nehmen wir die doch mit. Auch wenn die Taschenlampe sowieso flackert. Ja, kann ich auch nichts ändern dran. Oh. Der Gang ist zu Ende. Oh, der Gang ist zu Ende. Wie unerwartet. Oh oh. Es wird immer enger und immer enger und immer enger. Ja. Ah ja, Gott sei Dank. Was war das jetzt? Boah, komm, Taschenlampe. Oh. Das scheint der Sitzkreis der anonymen Alkoholiker zu sein. Ein Schlüssel. Oh, hi. Was für eine Freude, dass du auch mal wieder da bist. Wozu habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen? Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Boah, wenn ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Ah ja. Verstehe. Okay. Blut. Oh. Brauche ich einen Schlüssel? Ah, da ist ein Schlüssel. Okay. Vogelkäfig. Licht. Endlich Licht. Oh, doch kein Licht. Oh mein Gott. Ja, eh, aber was soll ich jetzt machen? Ich weiß, ich bin mental schon etwas geschädigt. Ich bin Game Over. Na toll. Warum muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal durchlaufen? Ich bin mir nicht sicher. Aber komm, das packen wir jetzt nochmal auf die Folge drauf. Ja, weil es egal ist, die Folge ist zwar eh schon zu lang, aber komm, wir müssen ja nicht übertreiben.
müssen jetzt nicht noch eine Folge machen. Tag 30. Ja, und ich muss wirklich in der Tat den ganzen Weg nochmal laufen. Was für eine gloriose Freude. Vielleicht schneide ich das auch in zwei Folgen. Schauen wir mal. Aber das ist echt doof, weil ich weiß ja gar nicht, wie ich hier die Geschichten, die Sachen vermeiden kann, weil da kann ich ja gar nicht aus, sage ich mal. Toll, das war der falsche Weg. Es ist echt, aber eine richtig beklemmende Situation hier unten. Und ich habe jedes Mal wieder Angst. Ach, und wenn ich die Maus nicht bewege, ich merke gerade, wenn ich die Maus nicht bewege, dann zieht es mir nichts ab. Das ist wirklich, ach, das ist ja interessant. Okay, das habe ich jetzt erst geschnallt. Okay, also ich habe wirklich nur, ich verliere nur Energie, wenn ich die Maus bei den Jumpscares bewege. Ach du, ja gut, ja, ist eh toll, dass ich das am Ende des Spiels kapiere. Okay, alles gut. So. Achso. Okay. Ich habe keine Angst. Ich werde die Maus nicht bewegen. Muss ich da rein? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ah ne, da wäre ja nur irgendwie so Batterien oder sowas, ne? Brauche ich Batterien? Ja, komm, nehmen wir mal mit. Wenn die schon rumliegen hier. Du musst keine Angst haben, Cloud. Es wird alles gut. Müssen wir da rein? Ich weiß gar nicht mehr so genau. So, es ist jetzt diese medizinische Abteilung, okay. Düpp, 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 düpp. Okay, jetzt habe ich mich nicht bewegt und ein bisschen habe ich trotzdem abgezogen bekommen. Aber ich glaube zumindest nicht zu viel. Naja. Okay, das hat mir auch wieder was abgezogen, obwohl mir das nicht abziehen hätte sollen. Ja, schon langsam frage ich mich echt, wie ich da durchkommen soll. Brauche ich nicht die Batterien? Okay, jetzt sind wir hier. Zieht mir das was ab? Nee. Oh nein, ich bin gefangen! Boah, aber stellt euch das vor, ihr seid in so einem dunklen Gang. Boah, Alter, nee, also das wäre wirklich, das wäre richtig bitter, glaube ich. Wenn ihr da auf einmal gefangen seid in so einem Gang, ne? Ja, komm, die nehmen wir mit. Ja, was soll ich da dagegen machen, ne?
frage mich wirklich, wie ich da durchkommen soll. Schön langsam. Puppe habe ich hier gefunden. Ah ja. Ah, und jetzt liegt hier ein Schlüssel. Okay. Ja, aber ich muss echt sagen, ich bin ja trotzdem schon wieder fast tot. Ich weiß nicht, was ich hier anders machen soll. Ich frage mich da schon langsam echt. Oder darf ich da einfach nur nicht drüber laufen? Ah ja. Setze die Maschine wieder in Gang. Finde dazu drei Hauptschalter. Ja, wie jetzt? Will ich das? Oh. Okay. Da müssen wir irgendwas einstellen. Könntest du bitte irgendwann mal hier so kommen? Wir probieren es mal. Nicht? Na Gott sei Dank. Okay, ja, irgendwo haben wir da wahrscheinlich dann... Ja, irgendwo steht das wahrscheinlich. Müssen wir ein bisschen genauer gucken. Ah. Einmal. Finde die beiden anderen Schalter. Wird unsere mentale Gesundheit wieder besser mit der Zeit? Ich wäre da schon eher sehr verbunden, ne? War da vielleicht noch irgendwo ein anderer Schalter zu finden? Den ich eventuell übersehen habe? Nee. Gut, dann schauen wir da weiter. Ah ja. Schalter Nummer 2. Mal schauen, habe ich da, ob da irgendwo Zahlen stehen. Ih, das sieht sehr ekelhaft aus hier. Da! Verdammt, ich bin schon wieder fast tot. Warum, Spiel? Warum muss das hier noch sein? Muss das hier noch sein? Hm? Ist verschlossen? Vier, vier, fünf. Okay, das merken wir uns mal. Moment. So viel zum Thema merken.
Okay, nee, da war das. War es die? Nee. Da vielleicht? Ja, okay, das ist die Geschichte. Ein Rad. Kein Rad, okay. Aktivieren. Ach, ernsthaft? Okay, ja, das ist ja wundervoll. So, gruselt mich das nachher noch einmal. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich hoffe ja nicht, ne? So. Ja, ist schon okay. Wehe, du gruselst mich nochmal, Spiel. So. Vier. Vier. Fünf. Und aktivieren. So. Four, five. Juhu, wir haben die Maschine aktiviert. Oh oh. Es wird weiß. Eine Puppe. Es ist eine tödliche Puppe, ein Mädchen. Ah, das ist die aus dem Atelier, oder? Ja, die Puppe sieht eher gefährlich aus. Dunkle Schatten strömen aus der Puppe. Oje. Ja, und das war jetzt wohl Pineview Drive. Eieieiei. Also ich muss schon sagen, das ist schon ein richtig cooles Spiel. Das ist ein richtig cooles Spiel und ich muss auch sagen, normalerweise bei Horrorspiele, da packt's mich ja nicht so. Ja, weil man weiß ja, was kommt und man rechnet ja damit, dass irgendwie ein Zombie aus dem Fenster springt oder so. Aber Alter, wie oft hat's mich da einfach voll verjagt und so? Also das ist ja, wow. Okay, und das ist auf jeden Fall so ein kleines Indie-Projekt fast, kann man sagen, wo ganz wenig dran gearbeitet haben, ist schon... echt schon ein bisschen älter auch. Und das ist die Melanie Beckmann oder die Kerstin Meier. Weiß ich nicht, einer der beiden, ja. Die Melanie Beckmann ist wahrscheinlich die Rothaarige und die Kerstin Meier ist wahrscheinlich das Mädchen mit den schwarzen Haaren. Oder ist das das Gleiche? Ich habe keine Ahnung. Ja, wow. Aber ich muss sagen, also echt ein richtig, richtig cooles Spiel. Da waren auch richtig, richtig viele Jumpscares dabei, die auch echt wow, die mich richtig verjagt haben. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Also das war schon echt wow. Richtig, richtig, richtig cool.
Dafür, dass das Spiel so alt ist, macht es halt auch noch richtig, also es funktioniert noch richtig gut. Es hat wirklich die ganze Zeit eigentlich, hatte ich echt Spaß. Also Spaß im Sinne von, ich habe mich dauernd verjagt. Das ist, ja, schafft nicht jedes Spiel. Also ich empfehle euch, das auch zu spielen, auch wenn ihr natürlich jetzt die ganzen Jumpscares und so kennt, aber alles in allem, boah, war schon heftig. War echt heftig, also richtig cooles Spiel. Fancy Bytes war für die Localization zuständig, okay. Ja gut, haben wir das aber auch durch, ist schön, das freut mich sehr. Es gibt da noch, glaube ich, einen Zusatzmodus. Vielleicht machen wir den in einem Extra-Play. Aber fürs... Grüße an Dedelic, okay. Aber fürs Let's Play soll es doch jetzt gewesen sein. Grüße auch an Pandoria. Trash das mal, das sind die ganzen Let's Player, die das wahrscheinlich Let's Played haben. Hier, der Gronkh hat es auch Let's Played. Boah, das ist schon echt, ja, richtig cooles Spiel. Finde ich echt gut. Ja, ich bleibe dabei. Ich finde das echt, also das ist echt ein richtig gutes Spiel. Auch wenn es natürlich gewisse Sachen hat, die vielleicht jetzt nicht so toll sind, wie zum Beispiel, dass man dann jedes Mal wieder suchen muss, wo der Schlüssel jetzt passt. Apropos Schlüssel. Dieses eine Zimmer hatten wir nicht öffnen können. To be continued war wahrscheinlich, glaube ich, nie. Aber, ja, also dieses eine Zimmer, da lag wahrscheinlich irgendwo ein Schlüssel, den wir nie gefunden haben. Schade eigentlich. Ja. Hi. Gut. Aber, das soll es jetzt gewesen sein von Pineview Drive. Genau, es gibt ja diese Sachen. Hausbesichtigung und Scarecrow, die 8 Briefe. Keine Ahnung, ob das DLCs sind. Wenn ja, dann hole ich mir die und dann spielen wir die in einem Extra-Play. Also bis dahin, danke fürs Zusehen. Vielleicht sehen wir uns in einem anderen Projekt wieder einmal. Ansonsten trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, Leute.